Ah, hier ist er, ich habe ihn gefunden. Oh Gott, okay. Hey! Scheiß Raptor! Hallo meine Jungs und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos zusammen mit dem Herr IZZE. Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos. Mein Name ist... Ne, mit dem DNR wäre es schlauer gewesen. Mein Name ja, ist gut. Wir sind in der letzten Folge die ganze Zeit auf der Suche nach Terrorvögeln gewesen. In den letzten Folgen, Leute. Das haben wir jetzt erstmal geschafft. Zwei haben wir. Die sind im Paradies. Die werde ich auch gleich mal dann mal schon mal zusammenbringen. Aneinander vorstellen und so weiter. Aber, warte, ich habe gerade hier eigentlich einen guten gesehen. Einen guten Pete nämlich. Wir brauchen noch einen zweiten. Ja, da ist er. 72 ist er nämlich, ist sie. Und er hat eine richtig ähnliche Färbung wie der ein andere Pete. Deswegen gucke ich gerade mal, ob wir den vielleicht doch noch bekommen können. Der ist nur gerade genau über dem Wasser. Und hier drunter ist in der Nähe sind verschiedenste Tiere, die uns vielleicht nur sauer werden könnten und so weiter und so fort. Deswegen muss ich gerade erstmal hier zum Beispiel den Adler töten. Terror, nee. Ja, such mal ruhig weiter, wenn du möchtest. Hab grad einen Terror mit dem Patty verwechselt. Meieiei. Ja, ein zweiter wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ist ja so rötlich auch, oder was? Headshot. Alter! Ich hab 1200 Schaden gemacht mit einem Pfeil, weil das Headshot-Multiplier war. Alter Schwede. Krass. Mit einem Pfeil 1200 Schaden. Das ist geil. Und da hinten, das ist glaube ich, das ist meiner. Das ist mein Vogel. Das ist meiner. Ja, 72 hat er. So, komm mal her, mein Lieber, komm mal her. Wir können gute Freunde werden. Oder landet. Aber landet genau im feindlichen Gebiet da. Mit richtig vielen Sachen. Nee, mein Lieber. Du musst mal ein bisschen, flieg ruhig weg. Ich beschütze dich. Flieg weg, aber nicht aufs Meer hinaus. Ich muss ihn abdrängen, weißt du? Mm. Komm hier. Lande auf meiner Plattform, mein Lieber. Eigentlich muss man mal so ein Quetz bauen, der wie so ein Staubsauger ist. Dann fängst du den so ein. Weißt du, wie ich meine? Was? Ich bin gerade bei dir hier. Hallo. Wo bist du? Ach, da unten. Hier, schau. Oh, er landet. Gerade wollte er landen, Izzy. Darf sie nicht angreifen. Der sieht voll cool aus. Ja, und der ist Level 72, den will ich haben. Milo. Du bist immer nur auf der Suche nach den Flugis. Ich nicht. Ja, du bist ja Kinder. Ich dachte, hui, das hat ja gut geklappt. Nice. Ja, bin am Start. Flugimugi. Soll ich den vielleicht abschießen? Nein, nicht über Wasser, das ist das Problem. Einfach trotzdem? Nein. Okay. Den dürfen wir nicht verlieren, Izzy. Der kommt jetzt hierher. Und dann haben wir wieder zwei Flugis, zwei schnelle. Und dann können wir auch noch schneller auf allen weiteren Sachen, die wir jetzt mal in Zukunft angucken wollen. Es gibt ja auch, Leute, es gibt eine neue Arena für den Affen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, als wir jetzt neulich... uns mal angeguckt haben. Bei der Broodmother da. Genau, bei der Broodmother. Und, oh Gott, jetzt sieht gut aus. Er ist wirklich bei mir drauf gelandet! Was? Der ist auf mir drauf gelandet! Das ist ein Zeichen, oder? Nein! Oh, jetzt habe ich ihn getroffen, ist er, glaube ich, im Wasser abgestürzt, oder? Sie ist gar nicht wegen Blumenquality. Nee, er lebt noch, aber... Mann, wenn er sofort umgekippt wäre. Manchmal kippen die ja sofort um, manchmal tun sie es nicht. Jetzt fliegt er erstmal weit weg, aber erst über Land und direkt über zwei T-Rex. Nice. Jo, stimmt. Ich fliege jetzt unter ihn. Wenn er getroffen wird, dann landet er einfach auf mir. Er landet wieder, er will wieder landen. Ja, der landet wieder, oder? Biete ihm eine Landeplattform. Schaffst du schon mal, die T-Rex anzugreifen? Oder wegzulocken? Vorsicht, ja, lock sie weg, die sind schon auf dich sauer. Kommt her, Rexis. Na, ihr zwei? Kommt mal mit. Schaffst du, Izzy, bring die weg. Jawohl, das machst du gut. Und ich passe hier schön. Hallo, Rexis, kommt schon. Ich bin auch sauer. Na los, kommt her. Na los. Oh. Lande hier. Jetzt geh doch mal an Land, weißt du, du kannst jetzt wirklich überall an Land gehen, weil Izzy die so schön weggelenkt hat. Und was macht er? Er bleibt nur noch hier über dem Wasser. Was ist das denn? Das kann nicht sein Ernst sein. Ich fliege gleich wirklich unter ihn und versuche ihn abzuschießen und hoffe, dass er drauf landet. Ich wette, dann glitscht er durch. Kommt. Ah, bin nicht so nah. Was ist sein Ziel? Ja, die hauen immer wieder ab. Ihr sollt mich fokussen. Mann, er dreht immer wieder um. Er wird über dem Wasser kreist da. Aua. Ein paar Meter vom Strand entfernt. Okay, die Rex sind auf jeden Fall schon mal weg. Sehr gut, den Rest machst du dann. Ich guck mal nochmal nach Terrorbirds. Ja, mach das.
Oh, das ist so ein bisschen ein Geduldsspiel, aber man wird immer wieder auf die Probe gestellt, Leute, hier bei ARK, von den verschiedensten Dingen. Also da haben wir ja schon teilweise tagelang, stundenlang nach Bären noch allen möglichen gesucht. Dagegen ist das jetzt, habe ich einen gefunden. Jetzt hoffe ich ja nur noch, dass er gleich mal vielleicht irgendwo landet. Also mit einem weiteren Schuss müsste der auch eigentlich down sein, weil einen habe ich ja schon gegeben und so schnell geht das Torpfer nicht weg. Jetzt will der wieder landen, glaube ich, aber tut er nicht. Macht er nicht. Fliegt einfach immer weiter hier. Mann, so viel Stamina kannst du nicht haben, Junge. Das ist Gönnung. Oh, er fliegt an Land, er fliegt an Land. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Ich lasse ihn mal chillen, ich lasse ihn mal chillen. Na, jetzt steigt er wieder hoch, jetzt steigt er wieder hoch. Lass ihn noch mal kurz easy taken. Ja, okay, take it easy, alles cool. Alles cool. Ich würde dir nur empfehlen, also wirklich nur eine Empfehlung. Also ich sag nicht, du musst es machen, aber es wäre eine Empfehlung für dich. An Land ist schön. Für meinen Strand, der Sand am Strand ist richtig schön warm und gemütlich. Ich will mich einfach mal reinlegen, einfach mal ein bisschen chillen. Ein bisschen easy taken. Aber mach, was du denkst, mach, was du meinst. Was ist mit dem hier überhaupt? Was ist ein Level ist der hier? Ist nur ein Vorschlag. Ist nur ein Vorschlag, genau. Und das hier ist ein Level... Ah, wo ist er denn? 16 ist der andere. Und er hier ist aber weiterhin... Landet erstmal im Wasser. Hä? Achso, ist nur eine Spiegelung. Ich dachte, der ist untergegangen, aber es war nur die Spiegelung im Wasser. 72, Leute. Und der sieht so nice gelandet aus. Der sieht auch sehr ähnlich aus wie der Almus. Deswegen wäre der wirklich cool und super. Komm schon. Jetzt ist er doch fast über Land. Ah, er ist doch jetzt echt fast über Land gerade. Oh, ich glaube, der ist über Land. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Waffe ist auf 9. Waffe ist auf 9. Er landet an Land. Ich habe nochmal getroffen. Komm schon, das muss doch jetzt reichen. Was? Das Torpor geht anscheinend auch ein bisschen schneller weg. Ja, der braucht halt vielleicht 3 Schüsse. Und der ist wirklich, der ist auch wieder in die Scheiße hier reingeflogen, in den Wald. Also da ist er kurz sozusagen, er fliegt ja ganz über Wasser und dann denkt er sich, nö, jetzt gehe ich in den Wald rein. Anstatt immer am Strand zu bleiben, wo es schön ist. Aber Wald ist auch okay. Nein. Nee. Wald ist gar nicht okay. Und jetzt kämpft da hinten. Was macht der Adler da? Aber besser als Wasser. Irgendwas hat der Adler da getötet. Ne, nur einen anderen Adler, glaube ich. Ich sehe ihn halt nicht mehr. Der ist halt in den Wald rein und das ist kein Schocks mehr. Ist er weg. Da ist er weg. Da machst du nichts mehr, Izzy. Der ist jetzt rein. Daneben noch so ein Lystrosaurus-Dingens für Level. Aber ich muss echt sagen, nein. Holz einfach alle Bäume ab, dann siehst du. Boah. Der war so schön. Oh, dieser schöne Pete. Was ist hier? Nee, das ist ein toter Parasaur. Oh, der war wirklich toll, Izzy. Ist er jetzt safe weg? Ja, ich bin ziemlich sicher. Also, der wird hier irgendwo reingeflogen sein. Vielleicht ist er auf den Boden geflogen, aber ich sehe ihn hier nicht mehr. Also, wenn die einmal, und das ist ja ein ziemlich großer, dichter Wald hier. Also der ist halt vielleicht weitergeflogen. Warte, hier vorne ist einer. Ist das einer? Da fliegt doch was, flattert doch was, da flattert was. Ist er da? Also da könnte es vielleicht sein. Kleiner Flattermann. Flattermann. Hier. Ich glaube, er ist es. Er kommt runter und landet. Ja, er ist es. Alter, jetzt aber. Headshot! Ja, ich hab ihn! Nice. Echt? Ja. Oh mein Gott, was eine Story. Boah, hier, nimm dein Kibbel. Friss Kibbel, Alter. Friss das Kibbel. Oh nein! Neben ihm ist ein 120er Pulmoskorpius! Oh nee. Boah, kill den schnell. Ja, ich töte den, darf mich nur nicht treffen. Der haut ab. Aber Alter, die haben so viel Leben. Oh Gott, er ist tot. Oh Gott. Wehe, der hat den getroffen. Das wäre so traurig, wenn der den jetzt getroffen hätte. Und dann, dass er wieder kein Leben dazu bekommt, weißt du? Mitten im Wald, es war die ganze Zeit, war hier wirklich nichts. Und dann kommt ein Pulmon Scorpius an. Der hat das beobachtet. Ja, wahrscheinlich. So, ich hol schnell den Dumbo hier ran. Beobachter aus dem Wald. Du kannst auch gerne weiter nach Terrorbirds gucken, ne? Ich bin die ganze Zeit dabei, es gibt keine Terrorbirds mehr. Wir haben sie alle ausgerottet. Oh nein, er kämpft gegen einen Rexy Dumbo! Oh nee. Was? Der Dumbo? Ja! Schieß mit den Pfeilen. Aber er hat's geschafft.
Wieso kämpft ihr denn gegen einen Rex? Und jetzt haut der Rex ab und kämpft gegen... Rex, komm her! Oh Gott! Oh, ihr seht, was ich alles machen muss. Ja, wirklich, Alter. Und bei mir passiert gar nichts. Ich sehe keinen einzigen Terrorbird. Nein, jetzt haben wir daneben geschossen. Wie häufig muss ich noch treffen? Okay. Oh, komm schon. Ja, ist down. Oh, das war ein Level 60er. Alter Schwede. Boah, und da ist noch alles ein Rex. Das waren die beiden Rexe, die du eigentlich weggelockt hast. Aber die sind mit der Zeit wieder zurückgekommen. Oh nein, jetzt finde ich nicht den. Halt alles. Jetzt finde ich nicht den wieder. Oh nein! Komm schon, der war ja doch irgendwo. Weh, der wird gerade von irgendwas gegessen. So ein Stress bei dir und ich flieg hier einfach rum. Oh Gott, nein. Der darf nicht weg sein. Ich muss jetzt zu Fuß rumlaufen, das geht nicht anders. Hier, du folgst mir, Dumbo. Du folgst mir. Ich muss jetzt zu Fuß rumlaufen. Das war niemals so hoch. Das war ziemlich flach eigentlich, Leute. Das war hier irgendwo unten. Ich kann nicht genau den... Ah, dann, okay, das ist der tote Pullman Scorpius. Liegt... Ah, hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Oh Gott, okay. Hey! Scheiß Raptor, tötet ihn! Nein. Ist nicht wahr! Ich habe sowohl... Es kann nicht wahr sein! Ich habe, was für ein riesen Damage-Radius hat der. Ich habe in die Luft geschlagen gegen den Raptor und habe den Pullman, oh, habe meinen eigenen getötet, meinen Petranodon. Mann, der war so schön und der wäre über Level 100 geworden, locker. Mann! Ich habe in der Zeit nicht mal einen Terrorbird gefunden. Und weißt du, der kommt hier an, der kommt wirklich an, in dem Moment, in dem ich wieder da bin, kommt der Raptor an, also ich hätte es wirklich gerade noch so schaffen können. Und habt ihn ja auch getötet, aber, oh mein Gott. Was war das für eine Scheiße, wirklich? Ich habe nichts davon gesehen, ich habe die ganze Story nur angehört. Das war wirklich krank. Mann. Ja, so viel dazu, ne? Ja. Also ich will sowieso, ich will eigentlich niemand anderen als meinen Pete zurück. Pete von Schlumpf. Oh, der rote Kanu, der ist am Meer, der ist am schwarzen Fluss. Ja, ich weiß, den habe ich schon gesehen. Da bin ich schon 20 Mal lang geflogen auf der Suche nach den Terrorbirds. Das ist ganz schön gefährlich, warum auch immer der nicht den Bronto angreift. Um den müssen wir uns eigentlich mal kümmern, ne? Vielleicht mit dem Giganotto raufgehen. Das ist eine Idee, Leute. Ich hole den Giganotto. Was? Du willst jetzt mit dem Giganotto den angreifen? Ja, mit einfach nur mit Giganotto. Das haben wir noch nie gemacht. Bist du sicher, dass es klappt, ja, ne? Ja, nicht 100% sicher. Aber wer, wenn nicht der Giganotto, kann das packen? Du musst mir erst Support geben, um mich zu retten im Notfall, okay? Was muss ich? Du musst mir erst Support geben, um mich im Notfall zu retten. Okay. Was mit dem Giga? Ja gut, der Rocky muss mit sich selbst geben. Ja doch, der Rocky kann ja sauer werden, weißt du? Deswegen musst du wirklich. Ist hier noch auf Melee Damage, kann ich noch einen abgehen. Kannst du das machen, Izzy? Was genau? Kannst du mir Backup geben, dass sozusagen mit dem... du bist zu schwach, du kannst mich locker nicht tragen, weil du müsstest mich im Zweifel retten. Jetzt will höchstens mit einem Adler gehen. Dass du mich rettest, weißt du? Dann müsste ich halt einen Adler jetzt holen. Ja, nee, dann such lieber weiter. Ich schaff das schon alleine, ich vertraue darauf. Oh Gott, das hört sich echt nicht gut an, sowas. Doch. So, und davor setze ich noch kurz den Terrorbird hier rein. In sein... Ja, Terrorbird rein. Und da ist er drin. Ja, erster Terrorbird ist drin. Und jetzt hole ich noch den anderen, den Hubi. Hubi, das ist eine kleine Zwangsheirat, aber keine Sorge. Das gibt es in vielen Kulturen. Und das ist eigentlich nicht so schlimm. Dena kann er aus Erfahrung sprechen. Keine Sorge, das ist gar nicht so schlimm. Auch bei Game of Thrones machen die es auch manchmal, zum Beispiel. Und das soll ja mal was und, heißen. Ja, und das ist auch immer sehr, sehr fröhlich und gut alles da. So, Hubi! Der will gar nicht mitkommen. Der ahnt das, dass da irgendwas faul ist, glaube ich. Ich habe jetzt schon alle möglichen Dinos, die um Hubi herumstehen, genommen, aber noch nie Hubi. Hast du überhaupt Hubine schon Hubine genannt? Nee, das habe ich auch noch nicht gemacht. Das mache ich ja gleich, also sozusagen die Heirat. Ah.
Hubi! Sie heißt momentan noch Terrorbird und wird dann bei der Heirat umbenannt in Hubine. Und? Achso, hab kein Stamina mehr. So. Dann lad mal schnell deine Stamina auf, kleiner hier, kleiner Dumbo. Und das war genug und... Ja, ich hab den Hubi. Boah, endlich. Hubi, du kommst wieder Hubine. Na? Dann macht's knack, knack. Kniege, knacke, so, 1, 2, 3. Und... Kniege, knacki, so, 1, 2, 3. Na, Hubi, ja, ich glaube, Hubi ist drin. Und weg hier. So, guten Tag, hiermit ernenne ich sie zu Mann. Und... Hubine. Und Hubine. Mann und Hubine. So, ihr beide, ihr seid jetzt Mann und Frau, damit dürft ihr euch erfolgreich auch enable rendering hier. Hubine, du darfst auch hier, warte erstmal hier. Ab jetzt dürft ihr euch auch erfolgreich fortpflanzen. Enable rendering. Hubine hat auch hier enable rendering. So, ihr beide dürft jetzt rum. Oh, sie machen schon Liebe, Izzy. Direkt, echt? Das ist Liebe. Ja, man kann es sehen, man kann es sehen. Das ist eine super Hochzeit war das auf jeden Fall, würde ich sagen. Die zwei sind einfach füreinander bestimmt, das habe ich schon von Anfang an gesehen. Du, das wollte ich auch gerade sagen. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich würde noch den Oviraptor daneben packen, dass die nochmal eine höhere Chance haben. Weißt du, der ist dann so ein bisschen, der betört vielleicht noch ein bisschen, weißt du, der bringt dann auch mal Sorg für die passende Atmosphäre und so weiter und so fort. Wobei die Frage ist, wo ist denn der Oviraptor? Ist der nicht beim Dodo-Gehege eigentlich? Müsste er, ne? Ist er nicht sogar drin im... Ich weiß es gar nicht. Die legen irgendwie fast keine Eier mehr hier. Aber nee, der ist hier nicht. Keine Ahnung, da muss ich ihn vielleicht mal wann anders suchen. Aber dürfen wir nicht vergessen, sie müssen wir auf jeden Fall noch dahin bringen. Das ist ein Dilo, das ist nicht unser Oviraptor. Das ist ganz wichtig. Damit es denen auch gut geht. So, dann geht's jetzt los, Leute, mit Rocky! Tor geht auf. Und durch das Tor durch. Los. Perfekt. Das Tor hinter uns nochmal schnell schließen, Izzy. Ich habe gar keine Kampfesmusik. Manchmal ist echt in Ark so wenig atmosphärische Musik, ne? Aber manchmal kommt dann eben diese Kampfesmusik. Deswegen mache ich hier nichts irgendwie Externes an. Schafft der Rocky es hier wirklich durch? Ich glaube, ich habe meine Musik sogar aus mittlerweile. Warte. Oh nein! Oh Gott. Ich habe einen Petra Nodan getötet, aber Gott sei Dank nur einen Level 36er aus Versehen, der hier stand. Gott. Ich wollte das gar nicht. Und jetzt muss ich ab. Stell dir vor, das wäre jetzt ein 120er gewesen. Boah, Terrorbits! Nice, nice, nice! Drei Stück, ganz woanders. Okay, was für Level haben die? Was für Level haben die? Warte, ich guck erstmal. Ich muss dir schnell nämlich erstmal hier was kaputt machen. Male, Female. Female 16. Nice, hört sich gut an. Und noch ein Female 16. Das sollten wir eigentlich gleich mal dann in Angriff nehmen. Warte, kann ich hier... Ich kann nicht drauf stehen bleiben, scheiße. Female 12 und Female 16. Kann er schon durch? Kann er schon durch? Oh, jetzt kommen aber auch noch... Er kann durch. Okay. So. Rocky, das wird jetzt wirklich deine erste richtige Bewerbung... Bewährungsprobe. Ich kann es wie ein Bewerbungsgespräch vorstellen vielleicht. So, es geht hier rüber, Leute. Es geht hier durch, da ist die Kampfmusik. Und da vorne, Leute, ist der Alpha Raptor. Kann Rocky schaffen gegen... einen Alpha Kano selbstverständlich sogar zu bestehen. Wir wissen es nicht. Wenn ich mehr als die Hälfte Schaden bekomme oder so, dann wirft er mich ab und dann wird er richtig sauer. Dann geht er completely madness. Aber erstmal, Leute, gehen wir hier rauf. 390 Schaden mache ich. Und der kriegt keinen Knockback, glaube ich. Das heißt, der macht mir auch ordentlich Schaden. Eieiei. Oh Gott. Der ist unter mir. Ich mache keinen Schaden mehr. Was? Der ist einfach unter mich gelaufen. Ich muss rückwärts laufen, um mich Schaden zu machen. Das ist nicht mir würdig, aber ich schaffe das, Izzy. Ich mach den kaputt, locker. Gar kein Ding für den King. Ich kann mal gucken, wie viel Leben ich noch hab. Gar nichts. Schau dich mal meine Leben an, Leute. Ich hab ja 27.000 Leben. Es geht so langsam runter. Gar kein Problem. So, hauen wir noch ein paar Mal hier drauf. Und er ist down. Echt? Easy. Direkt. Ja, das war wirklich so einfach. Und, warte kurz. Oh. Ich möchte mal kurz... Ey! Jetzt habe ich es in Inventar nicht bekommen, wegen dem scheiß Bronto oder... Na gut. Machen wir den Bronto auch noch kurz kaputt. Ich glaube aber, ich habe den eingesammelt hier. So, Bronto auch down. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Ramshackle Metal Headshot. Ramshackle Crossbow haben wir bekommen. Ein bisschen Pfeile. Das ist auch immer gut. Oh, wir haben einen blauen Bogen. Gut, bringt auch nichts, weil es nur ein Bogen ist. Und wir haben noch einen Ramshackle Crossbow noch einen bekommen.
und richtig viel Primeat. Ich würde sagen, Alter, es ist so viel Primeat. Ich bringe das Primeat mal kurz Richtung zu Hause. Oh, und ich selbst habe auch ordentlich Level bekommen. Ich weiß null, wie wir das schaffen sollen, die hier zu bekommen, weil ich bin hier so mit 9 Säbelzahntigern, einem Pullman Scorpius und 2. Ich weiß, wie es ist. Ich mache mich ganz kurz auf den Weg nach Hause. Ich bringe kurz alles Primeat, was ich schaffe, schmelze ich im Ofen, damit wir da. Und im Kano jetzt auch noch? Ja. Damit wir mal wieder Primeat gebratenes haben. Und dann, Izzy, komm ich sofort mit dem Dumbo zu dir und dann packen wir uns einfach einzelne Females raus, okay? Okay. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge, Leute. Für heute war es das nämlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Rocky hat mal gezeigt, wie krank der ist. Ich meine, das war sein erster richtiger Kampf so richtig, jetzt mal gegen irgendwas Ebenbürtiges. Und selbst der war ja null ebenbürtig. Ich glaube, wir könnten es mit einem Alpha Rex easy aufnehmen mit dem. Also das ist wirklich krank jetzt. Alpha Rex, ja. Auf jeden Fall. Also wie schnell den Kano kaputt gemacht hat, ohne Probleme. Das war echt heftig. Alpha Rex ist aber echt eine Nummer krasser auch. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt können wir auch irgendwann mal probieren. So, für heute war es aber. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Morgen geht es um 18 Uhr bei Izzy weiter. Dann holen wir uns nochmal die letzten, vorerst letzten Terrorbirds zumindest, in unsere Basis rein. Und dann wird da noch mehr Liebe gemacht. Das wird einfach eine Folge voller Liebe. Morgen um 18 Uhr bei Izzy. Vielen Dank euch heute fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.